So, hallo erstmal zusammen. Schauen wir mal, ob die Anzugsordnung passt. Die Jacke, die Orden, die Mütze und die Fliege. Hallo. Hallo, ich bin der Günther und der erste Vorstand vom Faschingsverein Lorbster Markt Heidenfeld. Events zu planen, erleben und zu feiern macht mir im Verein sehr viel Spaß. Bei Umbauten, Renovierungsarbeiten in der Lorbsterhalle bin ich natürlich gerne dabei. Das alles geht nur dann zusammen mit einer starken Lorbster-Truppe, bei der ich mich hier an dieser Stelle recht herzlich bedanken möchte. Leider hatten wir 2021 so gut wie keine Veranstaltungen. Die Familienwanderung nach Windheim am 11.11., den Rathaussturm, dieses Mal am Marktplatz, die Prinzenproklamation, dies alles unter 2G+-Regeln. Ja, schweren Herzens mussten wir kurz danach unsere Faschingsveranstaltung für 2022 absagen. Also keine Sitzungen, kein Faschingszug, leider. Aber wir planen fest für 2023. Zuvor wird es im nächsten Sommer verschiedene Events geben, bei denen sich die Lorbster wieder präsentieren. Also dann wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund und fit. Bis denn mit einem dreifach kräftigen Heidefeld, Helau, Lorbster, Helau und dann nochmal Helau. Helau, liebe Faschingsfreunde. Da auch wir, wie auch alle anderen unserer Faschingsfreunde, dieses Jahr wieder unsere traditionellen Sitzungen absagen mussten, sitzen wir beide nun wieder hier. Und nicht wie gewohnt in Glashofen, Erlenbach, Lenkfurt, Homburg, Oberndorf, Rodenfels oder Altfels. Um weiterhin in euren närrischen Köpfen zu bleiben, haben wir dieses Jahr unsere Lorbster-Aktiven gebeten, ein paar kleine Videos zu drehen. Diese Videos werden wir euch in den nächsten Wochen hier zeigen. Von uns für euch. Die Lorbster-Narrenschaft in ihren kleinsten Teilen in Dauerschleife zum Anschauen. Viel Spaß dabei! Hello! Und lasst krachen, lasst euch impfen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf eine Sitzung. Auf Wiedersehen!